Ich heiße Katlin Keller und erzähle euch jetzt was zu meinen Pferden. Ich denke mal, was mir ganz wichtig ist mit Pferden, dadurch, dass die Frage ja schon aufkam, was ist mein Lieblingspferd oder welches Pferd ist mein Lieblingspferd? Und ich finde, das ist mal ganz wichtig, dass man da auch eben differenziert, dass man nicht sagt, das und das ist mein Lieblingspferd. Ich mache es ja nur mal beruflich, ich habe auch mehrere Pferde und im Endeffekt sind es alles meine Lieblingspferde, weil ich denke, wenn man einfach diese Philosophie eben beibehält, dass man sagt, ich habe alle gleich gerne, wird man auch alle gleich gerne, also gleich gut behandeln. Weil es sind alles Lebewesen, die das auch wünschen und eben auch Liebe empfangen möchten. Und daher sind es alles meine Lieblingspferde und ich versuche sie alle gleich so zu behandeln. Dick Tracy habe ich jetzt seit 1,5 Jahren. Und ich habe ganz großes Glück damit gehabt, dass ich eben ihn bekommen habe, weil ich mit ihm direkt in den PF-Förderpreis einsteigen durfte und eben mit ihm ganz tolle Turniere letztes Jahr geritten bin und die U25-Tour geritten bin. Dann mit dem Finale in Stuttgart und dieses Jahr eben bei den Senioren mitgeritten bin und da hatte ich auch eben schon ganz tolle Erfolge mit ihm und bin sehr, sehr froh, er ist ja schon etwas älter zu mir gekommen und dass er sich doch mit mir doch so wieder zusammengefunden hat und sich mir angepasst hat und ich mich ihm auch angepasst habe, dass wir wirklich zu einem Team geworden sind. Ist ganz, ganz toll, dass das wirklich so geklappt hat. Wir machen das mit allen Pferden. Also es können alle Pferde kennen das mit der Arbeit an der Hand und heute habe ich dann ein Pferd dabei, mein Sun Royal, weil der das eben besonders gut kann und mit dem habe ich es persönlich auch die ersten Male gemacht und daher ist das, glaube ich, ganz interessant mal zu sehen. Wichtig ist das einfach für die Pferde, dass die eben auch die Balance ohne Reiter finden und eben auch ganz ohne Druck das lernen und dieses Arbeiten am langen Zügel ist einfach ja, für die Pferde nochmal was ganz anderes und die Pferde müssen da schon, man muss den Pferden auch vertrauen können. Ich laufe direkt hinter dem Pferd, also die Pferde müssen da auch eben das verstanden haben, die dürfen nicht austreten und sonstiges. Und mit Sun Royal finde ich die Arbeit einfach toll, dass er sich wirklich frei bewegen kann und man hat trotzdem Kontakt mit den Zügeln. Ja, wir bringen den Pferden das auf jeden Fall immer bei, auch danach eben, wenn man daneben geht, dass sie erstmal lernen, jedes Bein einzeln zu heben, dass sie erstmal finden, wie man die Balance hält, um dann eben wirklich die verkürzten Tritte denen beizubringen, den Pferden. Und das ist einfach, man kann einfach die Piaffen auch noch verbessern von unten. Man kann die unterstützen, helfen, erstmal überhaupt einen Takt zu finden, ohne dass ein Reiter sie stört von oben. Ich habe das gelernt durch meinen Vater, weil er sich da sehr viel mit beschäftigt hat und das schon jahrelang macht. Also der hat das früher auch schon, wie gesagt, auch mit Cabrio damals gemacht. Der konnte einen ganzen Grand Prix am langen Zügel oder einer Doppellonge gehen. Und so habe ich mich da langsam auch mit rangetestet und versucht das jetzt eben auch in Kombination mit meinem Vater auch zusammen eben den Pferden beizubringen und eigentlich können das alle Pferde bei uns. Jetzt habe ich euch was über meine Pferde erzählt und beim nächsten Mal werde ich euch etwas über meinen Weg erzählen.